Und willkommen zurück zum 67. Part von Sacred Campania Ankaria. Ich habe von Daniel nun was Besseres erhalten. Den habe ich jetzt gleich weggenommen, den werde ich verkaufen. Nämlich hier, den habe ich hier, harten Krimnis, tödlicher Fingerreif. Wichtig ist für mich nicht der Schaden, den ich mit dem zusätzlich erreichen kann, sondern Regeneration, Zauber plus 20%. Widerstand gegen Zauber plus 4, sehr gut. Und kritische Treffer landen plus 3 ist auch gut. Regeneration, Zauber plus 20% ist natürlich sehr, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe zusätzlich, da ich jetzt bereits 2 von Grimnir habe, Magiekunde plus 5 erhalten. Das hier oben Magiekunde. Wie gesagt, Magiekunde, Meditation können so hoch wie möglich gelevelt werden. Oder sollten so hoch wie möglich sein. Jetzt habe ich bereits 9 Punkte über dem Maximum. Und mache jetzt inzwischen auch einen recht schönen Schaden hier. 2,23. Anstatt 2,19 was oder 2,14 was vorhin. Das lohnt sich also schon. Und wie schaut's? Ja, das kann ich gleich mal schauen. Irgendwie 2,0 oder 1,9 was hier. Es wird nicht viel verbessert worden sein. Das werde ich gleich mal verkaufen hier. Moment, das ist da. Erfahrung plus von Gegnern plus 3%, auf das kann ich jetzt verzichten. Das bringt sowieso nicht so viel, die 3%. Ob ich jetzt 100 Punkte von, zum Beispiel 100 Punkte, Erfahrungspunkte von einem erledigten Gegner oder 103 Punkte, das macht den Braten nicht fett hier. Deshalb weg mit dem. Ja, jetzt werden die Ringe immer wieder besser, die ich hier habe hier. Die 2 behalte ich auf jeden Fall. Wenn was Besseres kommt, werde ich sie wahrscheinlich auf den 4 verzichten. Und wenn nochmal was Besseres kommt, fällt auch der weg hier. Auf Angriff und Verteidigung plus 7%. Vielleicht werde ich den irgendwo einweben in ein Rüstungsstück. Moment, du hast noch neue Amulette. Das habe ich, glaube ich, schon gesehen hier, ja. Aber den will ich auch nicht. So, jetzt zum nächsten Auftrag. Wen könnte ich hier? Hier, ich glaube, ich werde den hier mal besuchen. Soldat Gurasol. Töte 10 Briganten bei Porto Draco. Ich bin Soldat Gurasol und warte seit Ewigkeiten auf Verstärkung, um wirkungsvoll gegen die Lumpen vorzugehen, die diese Gegend unsicher machen. Könnt ihr mir für eine Unterstützungsaktion euer Schwert leihen? Südlich von hier treiben sich besonders viele Briganten herum. Erledigt 10 von ihnen und kommt dann wieder bei mir vorbei. 10 Briganten. Sehr gerne komme ich eurer Bitte nach. Tod den Briganten. Vom Friedhof da draußen anscheinend. Und wenn es da auch keine hat, gibt's hier über die Brücke, gibt's ja auch noch Briganten. Na, die werde ich schon finden. So, jetzt bin ich gespannt. Das sollte jetzt auch verbessert werden, glaube ich. Nee, bleibt. Ja, okay, ich verstehe, wieso das nichts ausgemacht hat. Denn Magiekunde wurde ja bei mir auch erhöht. Also 10 Briganten, dann schalte ich das Mikro aus. Bis nachher.
Ja, und hier noch die Grabstellen kurz. Hier ruht, wozu dient eigentlich dieser Hebel, Tim? Und er sprach: Oh, eine Medusa. Und schon weg. Und schon war Stein, ja, genau. Und sie sagte: Lasst ihn mir. Noch so ein Klick, Nasenknick. Zwei. Drei. Und jetzt nochmals. Deshalb sind diese Sog der Höllentränke gut. Ich habe die Sechser keinen genommen, nur wegen einem Skelett, da geht's noch, aber wenn da Dutzende sind, das nervt nur noch. Grab, Maden, wenn's mal wieder länger dauert. Des Zwergen Leitsatz war: Ich habe keine Angst vor dir, wäre er nur ein wenig gewachsen. Er hatte Frauen, Macht und Ruhm, doch der Ruhm, der brach ihn um. Ja. Wenn ihr diesen Text lesen könnt, steht ihr auf meinem Grab. Eins. Zwei. Drei. Und nochmal. Endlich. Und sie sagte zu mir: Wirf mal den Speer rüber. Ja, aber nicht so. Hä? Ja, Kopf des Kriegers, das können wir auch aufnehmen und den könnten wir auch in irgendwelche Rüstungsteile einarbeiten. Aber die sind meistens nicht so das. Zumindest nicht für einen Magier. Oder ein Magier, der nicht mit einer, ja, der nicht in den Nahkampf geht. Also, Briganten sollte ich suchen. Jetzt aber keine mehr. Respektive überhaupt keine. Dann gehe ich mal über die Brücke. Hier ist auch nichts. Auch nur ein Dieb, aber den hole ich mir jetzt kurz. Denn die mit dem roten Rand um die Füße, die haben meistens bessere Gegenstände bei sich. Ich schalte das Mikro aus. Bis später wieder. Für einen wie euch bräuchte ich nicht einmal Magie. Aber mir macht es mehr Spaß.
Dies ist wirklich keine Herausforderung. Halt! Ihr seid des Todes! Ende. Aus. Diesen Gegenstand kann ich nicht mehr verstauen. Ob die Dorfleute einen wie mich überhaupt vernünftig entlohnen können?
So, ich habe noch bewusst etwas länger gemacht hier, da ich hier noch ein Level aufsteigen wollte. Also hier kommt auf jeden Fall was rein. Luftmagie, Wendigkeit. Luftmagie, wo ist Luftmagie? 10 Luftmagie. Ach Wasser, ich gebe mal ein Wassermagie, dann habe ich ungefähr die Hälfte von Konstitution. Das ist ja das, was ich machen will, genau. Wassermagie kommt zwar selten vor, aber wenn es dann vorkommt gegen Drachen und so, bin ich dann doch wieder froh, wenn ich das habe. Mentale Regeneration. Okay, jetzt will ich mal schauen. 1,9 war es vorhin mit dem Zauber hier. Ist geblieben. Ja, da muss ich noch weiter steigen hier mit Meditation. Okay, dann gehen wir den Questübergabe. Ja, bleibt hier draußen, das ist besser so. Und Moment, hier etwas näher ran. Also, das nenne ich Hilfe. So wie ihr diese Banditen in Stücke gehauen habt, war es eine wahre Pracht. Besten Dank und bleibt so, wie ihr seid. Ich möchte besser werden. Ich möchte noch ein paar Level aufsteigen. Aue ist nicht schlecht, aber... Ja, klingt so. Ich hab's erwähnt. Okay, dann sehen wir uns ja vielleicht das nächste Mal wieder. Bis dann.